Und nun zum Wetter. In der Höhe hat mit Schneefall und starken Winden schon der Winter begonnen. Mehrere Pässe sind schneebedeckt oder bereits gesperrt. Unser Meteorologe Jörg Kachelmann weiß, was wir am Wochenende erwarten können. Ja, es bleibt winterlich, aber zuerst möchte ich mich noch bei Ihnen entschuldigen für das, was letztes Wochenende passiert ist. Am Freitagabend habe ich Ihnen gesagt, ab Sonntag wird es ganz schlimm und nass. Es ist nicht so gekommen. Der Föhn, er hat wieder zugeschlagen und überraschend das schlechte Wetter um 12 Stunden verschoben. Was ich Ihnen nicht versprechen kann, dass es nie mehr wieder passiert. So, und jetzt zum Wetter für heute. Auf dem Satellitenfilm ist zu sehen, dass im Laufe des Tages heute immer wieder Wolken aus Norden gegen die Alpen vorstießen. Sie machten aber noch einen kleinen Umweg über den östlichen Atlantik und haben dort Feuchtigkeit aus dem warmen Meer gesaugt. Und dafür müssen wir jetzt büßen. Auf der Wetterkarte ist ein großes Tief zu sehen, in dessen Einflussbereich wir bleiben. Es hat sein Zentrum über Südskandinavien und es wird sich auch morgen kaum ändern. Und das bedeutet, dass das Wetter ein bisschen so bleibt, wie es ist. Abgesehen von ein paar kurzen Aufhellungen bleibt es meist stark bewölkt und immer wieder fallen Regenschauer, die oberhalb so 800, 900 Meter in Schnee übergehen. Die Temperaturen in der kommenden Nacht 2 Grad im Norden, etwa 6 Grad im Süden und morgen Nachmittag zwischen 8 und 11 Grad. Am Sonntag dann das Wetter ein bisschen besser. Der Niederschlag, der beschränkt sich eigentlich nur noch so auf die Voralpen zwischen Berner Oberland und Appenzellerland. Sonst bleibt es meistens trocken, zwischendurch auch ein paar sonnige Abschnitte drin. Die Temperaturen aber etwas kühler noch, nur noch 5 bis 9 Grad und auch die Aussichten für die nächsten Tage nach dem Wochenende. Es bleibt winterlich. Weitere Nachrichten sehen Sie in der Sendung 10 von 10 mit einem Bericht einer Zwischenbilanz.